Montags. Ja, ich gehe mit Zulamin selbstverständlich, wie ich es ja schon angekündigt habe, zur Akademie. Stelle ihr dann erstmal die Hisinde-Geweihte vor, die Abel mir deklassiert hat hinsichtlich seiner mathematischen Fertigkeiten, Super wichtig. um dann weiter mit ihr nach oben in den Turm zu steigen, um entsprechende Leute zu treffen, die uns ja Ja. noch eine Weissagung schulden. Wenn du dort ankommst, wirst du feststellen, dass der Sternenkundler nicht anwesend ist, aber wenn du den Nandos-Geweihten fragst, der da oben rumläuft im Astrolabium, wird er dir sagen, dass der wohl, würfel mal eine Staatskunstprobe. Oder Kein Zula. Sch Oder Zula. Okay, kommt sofort. Ja, mit gutem Zureden von Zulamin und natürlich dann auch deinen Fertigkeiten im Deuten der Zeichen, kann dir denn der Nandos-Geweihte nach ungefähr 5 Minuten und einem kleinen Tee erzählen, dass der bei den Wilmans ist. Und zwar um dort dann als Hofastrologe. Dort arbeitet er wohl. Bei Garlic Wilmann. Also hat er die Anstellung gewechselt und ist jetzt dauerhaft weg oder Nee, ist er in... jetzt zur Zeit ist er bei Garlic Wilmann bei einem sehr großen Projekt, in das sehr viel Geld und Zeit investiert wurde. Das ist sehr interessant. Könnt ihr uns mehr über dieses Projekt erzählen? Tja, also er spricht da wenig drüber, irgendwie Geheimhaltungssachen, sagt er. Aber jedes Mal, wenn er geht, zieht er sich wohl ein anderes, eine mehr Robe ist es nicht, doch eine neue Robe an. Also sie ist komplett sauber, auch wenn er dann durch die Stadt geht. Aber das, was er mir wohl sagte, ist, dass es dort keine Zeichen, Zahlen oder so etwas drauf gibt, keine Borten, keine Broschen, Broschüren. Er muss seine Ringe und sowas, die legt er auch alle ab, seine Amulette, also nichts, was irgendwie Zeichen oder Zahlen auf ihm hat. Das ist so das, was mir aufgefallen ist. Also eine gänzlich weiß gebleichte Robe. Nee, sie ist schon grau, aber sie hat halt keine Ornamente. Nun. Gerade in der Astrologie ist das halt merkwürdig. Dann benutzt man halt gerne Sternengewänder. Seht euch meine an. Ja, sehr, sehr schön und kleidsam. Mir gefällt vor allem das die Herausarbeitung der Wandelsterne hier. Oh. Ja, aber ich kann euch sowieso nicht sagen, warum ihr genau zu ihm wollt, weil Hofastrologie hin und her, ich hätte auch gerne so viel Geld wie er, aber es ist halt schon Blödsinn, was die machen. Also Knochenwürfeln, das mag halt schon irgendwie funktionieren und auch die Pendelkunst, aber das Lesen des Vogelflugs oder das Pfeifen von Vögeln, ich muss euch einfach sagen, was das Unfug ist. Oder auch jetzt, ich meine, ich trinke auch gerne Tee, aber das Lesen in Teeblättern finde ich halt auch schon ein bisschen quatschig. Er hat den Grimm bei Abel mir gesehen. Grimm. Ja. Ja, einfach irgendwas faseln, irgendwas sagen. Das wird schon irgendwie. Die Kunst ist es bei der Astrologie, dass man einfach irgendwas sagt, was aber auf alle zutrifft. Ja, das dachte ich mir eben auch. Aber nun, da er meine Freunde so beeindruckt hat, dachte ich mir, ich mache mir vielleicht doch selber ein Bild. Also ich möchte jetzt nicht über schlecht über Kollegen sprechen, aber er ist tatsächlich, weiß nicht, warum Garlic Willmann ihn haben wollte und warum er jetzt wirklich so viel Geld bekommt. Einmal die Woche geht er halt rüber. Nun, dass die Mächtigen viel von Astrologen halten, ist ja nun nicht so ungewöhnlich. Aber das mit seinem Ablegen seines Ornats klingt doch sehr seltsam. Ja. In der Entweder ihr Tat. wartet hier und fragt ihn, was das soll, wird euch wahrscheinlich nicht sagen, oder ihr geht rüber zu Wilmann. Ja, das könnten wir ausprobieren. Was meinst du, Zulamin? Weiß zwar nicht, ob ihr auf den Silberberg kommt, aber. Also, ich bin zwar Geweihter, ne? Ich kann da halt rumlaufen, wenn ich eine gute Begründung habe, dann lassen sie mich auch rein, aber. Gut, ihr seid auch Geweihte. Mit euch? Der Herrin Sumu. Ich weiß nicht, ob das hier zählt. Vermutlich eher nicht. Aber Schwierig. ich bin gut mit einer Basaltfaust befreundet. Ja, das wird wohl nicht helfen, wenn er nicht dabei steht. Also Sumu sagt mir natürlich was, aber ich weiß nicht, ob die Dukatengardisten oder der Herr am Tor Göttin kennt. Ja, schauen wir einfach mal. Also selbst wenn ihr Satuaria sagt, und das mag euch natürlich dann auch. Weiß nicht, könnt ihr euch als Angroschpriester verkleiden und so versuchen, Angrosch mit denen wenigstens was sagen? Ja, das kann ich machen. Angrosch ist ja der Sohn Sumus. Ich glaube, das wird mir die Herrin Sumu einmal verzeihen. Gut.
Ja, ich wollte euch jetzt, wie gesagt, noch nicht bloßstellen, einfach nur der Hinweis, ne? Also als Geweihter kommt ihr halt rein, dann müsst ihr es halt ordentlich begründen. Mhm. Warum jetzt eine Rayani und ein Angroschpriester herumlaufen, aber... Ja, wie gesagt, klopft bei den Willmanns an, sagt, dass ihr zu dem Sternkundler gehört und dann... Ja, das klingt gut. Nun, habt Dank für euren Ratschlag. Ja, also besorgt euch vorher, falls ihr reinkommt, irgendwie ein Gewand, was halt keine Zahlen und Buchstaben. Ja, genau, und Ringe ablegen und Amulette und sowas. Ich weiß zwar nicht, ob das irgendwas bringt, aber vielleicht hilft's. Hm. Besser, ihr kommt vorbereitet. Das ist richtig. Nun, dann sollte ich mir wohl Handschuhe besorgen. Zulamin schaut auf ihre Arme und ja, in den Mustern sind auch ein paar urtulamidische Zeichen drin. Oh, und ich sollte vielleicht etwas, was meinen Hals bedeckt, besorgen. Er sollte das vielleicht abschminken oder so. Oh, so leicht löst sich das nicht. Na gut, ihr werdet das schon machen. Ich gehe auch davon aus. Aber sagt mir auf alle Fälle Bescheid. Also, kommen Sie uns auch gerne zu euch. Weil, würde mich halt schon interessieren, was die da machen. Außerdem, ich wusste nicht, dass ihr so eine hübsche Frau bei euch habt. Ja, ja, nicht wahr? Ich war sogar schon in den Vorlesungen. Mhm. Auch bei Magister Yamorenis. Ja, gut, aber wegen dem würde ich ja halt trotzdem nicht zur Vorlesung gehen. Wenn ihr halt da seid, dann vielleicht, ne? Das haben sich ein paar seiner Eleven wohl auch gedacht. Ja, gewusst, wie man Grandensöhne und Töchter anzieht. Ja gut, dann viel Erfolg. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und auf jeden Fall. Vielleicht sieht und hört man sich ja später nochmal. Selbstverständlich. Für den Fall, dass wir noch Fragen oder Neuigkeiten haben. Ihr interessiert euch ja bestimmt auch, was euer Kollege da macht. Ja. Dann wenden wir uns an euch. Ausgezeichnet. Dann bis später. Ja, und dann wird in die Stadt gegangen, zwei unscheinbare graue Roben gekauft, die auf die richtige Größe gekürzt. Sulamin noch eine Set Handschuhe, für mich noch ein Schal. Und. Aber wir geben, wir geben uns nicht als Geweihte aus, sondern wir sind Geweihte. Ja. Insofern ist. Ist wahrscheinlich nicht sinnvoll, sich andere Kleidung zu besorgen, sondern vielleicht nur die Handschuhe? Oder was hast du vor? Nö, also ich würd mir eine graue Robe besorgen, wie der es uns gesagt hat. Also wir geben uns ja nicht als was aus, was wir nicht sind. Du bist ja eine Geweihte und ich bin in meinem Sinne ja auch ein Geweihter. Ich meine, du sagst das immer, wir haben doch keine Beweise gesehen. Ja, gut. Wir glauben Boltax alles. Aber müsste Zulamin da nicht mit Ellenbogen hohen Handschuhen ums Eck kommen? Das ist sowieso jeder Zwerg angeschaut. Ja, genau. Jeder. Ja, okay. Ich brauche trotzdem mal bitte eine sich verkleiden. Es geht tatsächlich darum, dass ihr eure Tätowierung verbergt, denn das ist jetzt wirklich schwierig. Nicht am Tor vorbeizukommen, aber später dann bei den Willmanns reinzukommen. Okay. Da brauche ich eine sich verkleiden Probe. Eine Körper, oder? Mir reicht, ja, genau. Also Zulamin kannst du uns auch für Boltax machen. Okay, ja, dann würde ich es Zulamin überlassen, weil... 5 THW ist halt auch nicht viel, aber... Ja, andererseits, es geht ja in erster Linie ums Verdecken, nicht um jetzt zum Beispiel einen falschen Stand vorzutäuschen ja, oder so. Ja, nee, genau. Also es ist auch nicht erschwert. Es ist einfach nur einfach die Probe, damit es dann mal gemacht worden ist, aber... 7 Punkte, das soll mir reichen, dann kannst du da auch Boltax mit reinnehmen. Und dann macht ihr euch in sehr neutralen Gewandungen ohne Borten, Broschen, Ringe, Amulette auf in Richtung Silberberg. Diamantis. Ja, ich möchte mich ein wenig auf den Kampf vorbereiten und will sofern den Chortempel aufsuchen. Den Chortempel, du wolltest dort mit Dolchen trainieren, ja? Genau, mit Dolchen, mit kurzen Waffen generell. Vielleicht finde ich jemanden, der das um einiges besser kann als ich und mir den Umgang mit Dolchen näher beibringt. Den wirst du auf alle Fälle finden, gerade im Chortempel, da findest du ja alles. Gerade bei der Vielzahl von Soldaten. Gib mir mal eine Gassenwissen-Probe. Natürlich. Al-Anfa ist ja deine Heimatstadt, dementsprechend keine Erschwernis. Erleichterung.
Ja, ich glaube, die werde ich auch brauchen. Wir haben einen neuen Tag, ne? Ja, und es ist kein Glück. Kein Glück. Nee, damit verlaufe ich mich. Nee, es geht nicht ums Verlaufen. Du kommst schon beim Core-Tempel an. Es ging nur darum, ob du noch eine zusätzliche Information bekommst zu den Gladiatoren. Das wäre ja sonst eventuell wichtig. Okay, schade. Chip habe ich nicht. Richtig. Gut, möchtest du sonst noch irgendwas tun, irgendein Gespräch oder einfach nur stumpfes Trainieren mit Dolchen? Nein, im Grunde stumpfes Trainieren. Vielleicht finde ich, ja, ich hätte mich sonst noch umgehört, hätte ich wahrscheinlich gemacht, aber das ist dann die Gassenwissen, ich hätte dann nichts mitbekommen. Also trainiere ich. Hövela Marix Fuchsecker würde ich dann begleiten, nicht so sehr, weil sie gerne Dolche trainieren möchte, sondern einfach nur, weil sie gerne heldenhafte Dinge erleben mag. Und Core-Tempel hörte sich spannender an als Astrologen aufsuchen. Okay, Jana. Weißt du, was die Ärmsten der Armen in Alan verbrauchen? Das Wort Praios. Ich besorge mir, wo wir von neutraler Kleidung sprechen, auch so eine Robe, so ein bisschen wie ein Bettelmönch. Dann nehme ich mir meine goldene Maske, die garantiert nicht leicht angeschmolzen ist, und mache mich auf den Weg in den Schlund. Ich trage die nicht, während ich reingehe, das wird mir direkt ausgeraubt. Komme ich da rein ohne größere Probleme, wenn ich arm aussehe? Wenn du arm aussiehst, wie arm siehst du denn aus? Gib mir mal eine sich verkleiden Probe. Ja, du täuschst deinen falschen Stand vor. Hast du... Wie hoch ist dein SO? Mein SO 14, 15? Ja, dann ist es dementsprechend schwer. Du willst ein SO von 2 vortäuschen. Und 14 minus 2 sind 12. Du hast keine soziale Anpassungsfähigkeit. Ja gut, dann komme ich halt auf 3 raus. Nee. Ich hab 14. Ja, ist halt nicht gelungen. Achso, dann kommst du bei 3 raus. Ja, dann bist du halt auf alle Fälle schon. Okay, doch, du hast das recht. Du kannst die kannst halt maximal auf 3 runter. Es sind die schwarzen Häuser, die dir auffallen. Ungekalkte Wände aus Basalt, in denen das Feuer damals vergeblich geleckt hat. Ein scharfer Kontrast zu den hellen Gebäuden, die sonst überall in der Stadt stehen und das ganze Bild prägen. Das zweite, was dir auffällt, ist der Geruch. Kaum wahrnehmbar ist er doch allgegenwärtig. Ein feiner Geruch nach Brand und Ruß, der in der Kleidung und den Haaren klebt und den du doch lange wahrnehmen wirst, auch wenn du das Viertel irgendwann verlassen hast. Von einer Mauer umgeben liegt dann der Schlund direkt vor dir, drumherum, noble Grafenstadt. Wohl kannst du aber erkennen, dass hier vor einiger Zeit ein gewaltiger Brand getobt haben muss und dementsprechend ist dieses ganze Viertel dann eben neben den repräsentativen Villen und dem Reichtum doch von Ruinen geprägt. Ein Labyrinth aus Palmwedelbauten und Rauschkrauthöhlen, irgendwelche dreckigen, verranschten Tavernen, billige Bordelle, die du hier finden kannst, Spielhäuser, Musikanten, Krämer, Kaschem und die Ärmsten der Armen. Armut, das das ganze Leben diesem Viertel prägt, magere Seelenferkel und Kinder, die sich streiten um Abfälle, die irgendjemand auf die Straße geworfen hat, irgendwelche hohlwangigen Huren, die hier herumlauern und dir mit einem SO von 3 gerne deine letzten Heller und Kreuzer aus dem Kreuz leiern wollen, die an Häusern, Hauseingängen dann auf dich warten, irgendwelche Korbflechter, die da hocken mit blutigen Fingern vor der Hütte, während gleich daneben ein verkrüppelter Chromkriegsveteran seinen Rausch ausschläft. Komm, Schlund. Ich streune ein wenig durchs Viertel, immer sehr bemüht, mir nicht anmerken zu lassen, dass ich keine Ahnung habe, wo ich hingehe oder wo ich überhaupt hin will. Ich suche allerdings ein paar spezielle Dinge. Und zwar, man hat uns erzählt, dass irgendwer in der Stadt die Faunas aufwiegelt. Ich sehe mich einfach ein bisschen um, ob ich irgendwelche Demagogen finde. Das muss jetzt nicht unbedingt der Typ sein, der wirklich auf einem umgekippten Wagen steht und zu der Menge predigt. Es kann auch jemand sein, der irgendwie an einem vollen Tisch in der Kneipe sitzt und dann, wenn ich die Leute aufhetzt. Also ich lasse mir da schon ein bisschen Zeit mit und sehe mich einfach ein wenig um erstmal. Ja, du kannst dieses ganze Kolorit schnuppern, kannst dann auch einige stämmige, also muskulöse Kinder erkennen, die sich da gegenseitig verprügeln. Und das ist dann tatsächlich nicht mal so eine kleine Boxerei in den Bauch, sondern da geht's wirklich hart zu, sodass dann Lippen aufplatzen, Kiefer, Knochen oder so etwas dann auch vernehmlich knacken. Also hier wird auch ums Überleben gekämpft und wenn dann der eine wegrennt, kannst du auch sehen, dass er wohl eine kleine Silbermünze in der Hand hat. Also hier werden dann auch um Silber dann
noch nicht getötet, zumindest nicht in den Kinderhänden, aber zumindest schwer verprügelt liegt dann der kleine Knilch dann dort, der irgendwo in der Oberstadt wohl erbettelt hatte. Ja. Okay. Guckst dich noch ein bisschen um, verschiedene Häuser, würfel mal eine Gassenwissenprobe. Ehemalige alte Villen, die ja natürlich auch gelegen haben, aber die natürlich verbrannt sind bis auf die Ruinen und man kann da nur noch wenig erkennen. Steht da wirklich Ulfahrt? Sind das nicht Granden, die normalerweise da oben auf dem Berg sind? Du kannst noch ein vergilbtes Schild erkennen mit einem... Das Zeichen kennst du. Vor allem noch aus deiner Heimat. Du kommst ja aus Weiden oder irgendwie so. Das ist Firun. Also hier soll es wohl einen Firun-Tempel geben. Interessant. Du siehst noch irgendwie ein Haus der Unsterblichkeit, irgendwie so ein, vielleicht eine ehemalige militärische Anlage, allerdings auch verrammelt, ummauert mit kleinen Wehrtürmchen, was auch immer das ist, aber ah, der Schlund mag viele Geheimnisse haben. Ich versuch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Gassenwissen 7 dafür reicht, aber ich versuche so ein bisschen Ortskenntnis aufzubauen, also im Sinne der größeren, in Anführungszeichen, Durchmarschrouten. Mhm. Also, ja, wobei, man von einer Richtung in die andere kommt. Du kannst an einer Taverne zum räudigen Hai vorbeigehen, so eine echt ekelhafte Kaschemme. Anlaufpunkt für Helden, so werden sie hier zumindest genannt, also für irgendwelche Seefahrer, die dann vielleicht nicht im Schlund wohnen, aber vielleicht mal hier groß geworden sind, so wie Rafim. Mhm. Ja, was siehst du noch? Faisal der Krämer, so ein Tulamide, der wohl eine zusammengewachsene Augenbraue hat, stinkt unglaublich nach Schweiß und nach Knoblauch und weiß nicht genau, ob er noch ein Auge hat, zumindest trägt er eine Augenklappe, so wie du. Keine Ahnung, gehst ein bisschen weiter. Tarek der Schnitter, ein ehemaliger Gladiator, der da wohl eine eigene kleine Bude hat und das auch ausgezeichnet hat. Rajas Rosenbett, also ein Bordell, eins der bekanntesten und besten Häuser im Schlund. Was allerdings dann, naja, alleine der Geruch, du willst da gar nicht reingehen, ob das wirklich nur Rauschkrautkonsum ist oder verschiedenste Schweißgerüche, es ist einfach nur widerlich. Ja, auch einige Diebe, die sich da irgendwie über den neuesten Einbruch unterhalten. Du kannst Propheten hören, die dann von Greis und blindgeistig umnachtet, hocken sie dann in Häuserecken und versuchen dann auch so ein bisschen zu betteln oder von den neuesten Erkenntnissen zu berichten. Ja, bis du dann irgendwann vor dem Firun-Tempel stehst. Ich habe aber niemanden gefunden, der gezielt das Volk aufwiegelt, oder? Nee, möchtest du Leute hier ansprechen? Also da würde sich dann natürlich der räudige Hai anbieten, ne? So tatsächlich Kaschemme. Bin ich dann erstmal nur zur passiven Wahrnehmung hier. Ja, nee, also jemand, der aktiv aufwiegelt, im Schlund nicht. Okay, dann suche ich mir einfach von selbst eine Ecke, wo man gut Leute aufwiegeln könnte. Also vielleicht halt eine Kneipe, vor der viele Leute rumhängen oder eine Ecke, an der viele rum, ich nenne mal das rumcornern. Dann stelle ich mich da auf eine umgedrehte Obstkiste vielleicht und ziehe meine Maske auf. Was ist das für eine Maske? Das ist meine goldene Falkenmaske. Ja, okay. Ich hoffe, dass ich nicht abgestochen werde, bevor ich fertig bin. Eine goldene Falkenmaske. Ja, ein also bisschen du hast auf alle Fälle die Aufmerksamkeit von quasi dem gesamten Schlund. Volk, sieh her! Seht dort oben auf dem Silberberg. Dort wohnen die Granden, die so viel haben, wo ihr hungern müsst. Aber das muss ich euch natürlich nicht sagen. Aber was ist noch weiter dort oben? Seht die Sonne. Er sieht alles. Er sieht euer Leid und er sieht deren Reichtum. Aber Preios spricht Gerechtigkeit. Und ist das hier Gerechtigkeit? Nein. Überzeugen. Sonst wirst du direkt nach diesen kurzen wenigen Worten. 20. Sie fangen noch nicht an. Also du siehst gezogene Messer. Teilweise auch nur Fischknochen, die angespitzt sind. Keine Sorge, aber ich habe meine Exit-Strategie. Ja, ich wollte nur sagen, also die wollen diese Maske haben. Du kommst ohne diese Maske hier, also du kommst mit dieser Maske hier nicht raus. Du kannst zu Ende reden, sie hören dir zu, aber diese Maske verlässt den Schlund nicht mehr. Wir werden sehen, ich habe meine Exit-Strategie. Ach, wo war ich stehen geblieben? Punkt ist, ich wettere eine Weile gegen die Preiskirche. Ich halte mit Alboin noch hinter dem Berg. Also die richtige gegen die Wahrheit. Die Preiskirche? Ja, also nicht gegen die Preiskirche im Allgemeinen, sondern gegen die hier in der Anfang im Speziellen. Okay. Mhm. Ich fange irgendwie nicht mit Preis Götterfürst an und ich komme auch nicht mit Alboin, sondern einfach nur generelles Unwillen erstmal. Also nicht gegen Preis und seine Geweihte, sondern gegen die politische Genau. Gegen die politische gegen Kirche. Und seinen gegen die Kirche, ja.
Zomba, sag ich schon, gegen Tiljak und Sander Verrat. Dann, wenn ich fertig bin, springe ich an der nächsten Fassade hoch und kletter weg. Okay, dann gibst du mir jetzt erstmal eine... Ich möchte dies natürlich mirakeln. Körperbeherrschung so mit dem letzten, ja, so mit dem letzten Atemzug, denn ich glaube, aus einer gefährlichen Situation abhauen ist wechsgefällig. So. Das wäre die beste Möglichkeit für Fexens Elsternflug gewesen. Du hättest die Maske einfach entrücken. Ja, aber den habe ich nicht. Oh. Mirakel wäre gelungen mit 9, das sind also 5 plus 5 sind 10. Was würfel ich denn? Das sind Straßenschläger, und zwar gute Straßenschläger. Also ich gebe mir mal ein Q4 NPC. Natürlich sind sie nur für Straßenschlägereien. Also die können halt laufen, klettern, tragen, schlagen, treten, auch Häuserlauf. Die würfeln auf die 14, 14, 14 mit THW, das muss ich gerade mal nachgucken. 8 oder 10 oder so? 10. Ja. 14 und 10. Ich habe gewürfelt eine 1, 7, 14. Da ist alles übrig, sind 10 Punkte. Und was sollst du sagen, Körperbeherrschung? Erstmal Körperbeherrschung, Sprint. Okay, Sprint habe ich nicht, aber da hast du den Wurf. Ich kann maximal 18 hinlegen. 18, okay, also das sind dann auch, bekommst das sind du... 18, das sind doch 18 echte, weil Mirakel. Ja, sind 8 Sternchen von dir mehr, die schreibe ich dir schon mal gut. Dann möchte ich eine Kletternprobe von dir haben. Kein Problem, klettern können wir ja. Noch ein Mirakel? Ich denke nicht, aber wenn ich an der Fassade erstmal bin, habe ich, glaube ich, die eine Aktion Zeit, um Glückssegen zu sprechen, oder? Ja, die gebe ich dir durch deine Sternchen, die da hast. Perfekt, das hat schon mal geklappt. Jetzt noch einmal, dann haben wir es. Und sehen wir es jetzt nochmal, das sind ja nur 2 Karma. Der kommt auf jeden Fall durch, da müssen wir jetzt gar keine Erschwernisse aufrechnen. Dann kannst du auch beim Hochklettern ein bisschen Zeit gut schlagen. Du hast natürlich wieder was verloren. Würfeln muss ich trotzdem. Ja, ja, ich sehe es gerade. Okay, das sieht sehr gut aus, da muss ich nicht mehr glücken. Das ist echt nur 8 THW? Nee, das ist mehr. Mein THW ist echt nur 8. Was war das für eine Liturgie-Kennersprobe? Sorry, das war für den Glückssegen. So. Habe ich das nicht gesagt? Ach so, Glückssegen war das. Ich dachte, du wolltest Mirakel, okay. Nein, ich wollte nur ein Glückssegen sprechen, um mich abzusichern. Gut, dann hält das nur für die nächste Aktion, ne? LK4-Sternspielrunden. So. Gut. Und dann brauche ich noch bitte eine Athletikprobe. Eine Athletik, um jetzt über die Dächer wegzuhüpfen. Auch die sollst du haben. Ah, die sieht gar nicht so gut aus. Ich möchte die 19 gerne mit dem Glück neu würfeln. Gut. Das ist besser. Du merkst, wie hinter dir nicht der halbe Schlund, aber schon 100 Leute hier über die Dächer folgen. Es sind Kinder, es sind normalerweise einbeinige oder teilweise einarmige Chromkriegsveteranen. Es sind Soldaten, es sind die übelsten Schläger. Du meinst sogar, 2, 3 Gesichter zu sehen, die dich sehr an Rafim erinnern, auch wenn sie nicht ganz so groß sind und nicht ganz so muskulös. Aber es sind die brutalsten Leute und du spürst auch Dolche, die dir hinterhergeworfen werden. Ich würfel gerade mal auf Fernkampf Dolch. Sag mal 20 Meter Entfernung. Ich weiß gar nicht, ob man 20 Meter weit läuft. Das ist nie im Leben getroffen, nicht mit einem Dolch. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die Modifikation mit dem Dolch... Ich bin nicht mehr sicher, ob 20 Meter überhaupt drin sind für Dolche. Es werden viele Sachen nach dir geschmissen, nach dir geworfen. Der Schlund ist in Aufruhr. Gut, das ist gut. Und wenn ich ein bisschen Abstand gewonnen habe, also nicht bequem viel, aber halt so viel, dass ich es mir erlauben kann, irgendwie drin zu sprechen und mich nicht ganz aufs Rennen konzentrieren muss, werde ich auch natürlich meine unheilvolle Wiederkehr von allen Dächern schreien. Ich komme wieder, Schlund! Und die Wahrheit werdet ihr hören! Und dann irgendwann springe ich von der umgebenden Mauer auf der anderen Seite und lande in der Mitte auf, schätze ich. In irgendeiner Villa. Da siehst du gerade, wie sich eine Grandessa ist es nicht, aber eine ziemlich reiche Fana, sonstig wohl gerade, liegt dann an so einem kleinen Pool ist es wohl, oben ohne, hält sich schnell irgendwie ein Fächer oder sowas davor, schreit einmal laut und du bist schon wieder weg. Ich hätte die Maske gerne noch auf, ich rufe noch, der Tag der Abrechnung wird kommen und schwupps, ab geht's. Ja. Und dann irgendwie um die nächste Ecke setze ich das Ding ab und sehe zu, dass ich Land gewinne.